Der Zaun ist jetzt zwischen Slowenien und Kroatien, also an einem Fluss, wo vor einiger Zeit noch Menschen einfach durch den Fluss warten konnten, um auf die slowenische Seite zu kommen. Und das ist jetzt verwehrt. Das heißt, auch dieser Landweg ist jetzt zu. Und wir haben in unserem Bericht, den wir gestern rausgebracht haben, zu der Politik der Zäune der EU gesagt, dass die Menschen sich durch Zäune nicht aufhalten lassen werden, sondern dass sie eigentlich dann nur noch gefährlichere Wege suchen werden und noch mehr Menschen auf der Flucht sterben werden. Wir sind jetzt hier mit unserer Delegation in Dobrovo angekommen. Wir sind hier an der Trainstation und sehr viele Menschen gerade hier, die angekommen sind und die weiter zur österreichischen Grenze mit den Zügen transportiert werden. Ich habe eben schon mit einer afghanischen Gruppe gesprochen. Das waren gerade Menschen, die aus Kunduz geflohen sind, als vor einem Monat Kunduz überrannt wurde von den Taliban. Diese Gruppe ist dann weiter nach Mazar-e-Sharif und von da aus über den Iran hierher geflohen.